Die Weihnachtsdeko ist eigentlich noch in Gang und ich beginne jetzt aber schon mit den Osterdekorationen. Hier seht ihr eine Abwandlung von den schwebenden Tassen. Ich habe einen Büchsendeckel bearbeitet von großen Büchsen. Und darauf habe ich dieses Gesteck. Erst wurde wieder eine Gabel verbogen, wie bei der schwebenden Tasse. Die wurde mit Heißkleber ordentlich festgeklebt am Deckel. Danach habe ich diesen Modeschmuckarmreifen an dieser Gabel befestigt. Ist ein Dekoelement. Und dann meine selbstbemalten Ostereier daran befestigt. Um die Gabel so ein bisschen zu verstecken, habe ich Stroh zwischengemacht. Passt ja alles zu Ostern. Und dann habt ihr eine super süße Tischdekoration. Ein Hühnchen, das hatte ich noch zu stehen. Zwei kleine Ästchen. Und die Deko ist fertig. Stroh rauflegt, ganz locker, gar nicht viel Theater. Also viel Spaß beim Nacharbeiten.